Die Spitzenkandidatin der NRW-SPD, Hannelore Kraft, tourt durch NRW, um verschiedene Unternehmen, ihre Mitarbeiter und ihre Arbeit hautnah zu erleben. Darum schlüpft sie dort für jeweils einen Tag in die Rolle der Mitarbeiterin. Dabei trifft sie Menschen, von den Älteren bis zu den ganz Kleinen. In sozialen Einrichtungen, modernen Hightech-Unternehmen und traditionellen Handwerksbetrieben. Die Eindrücke und persönlichen Gespräche geben ihr ein klares Bild über die Dinge, die die Menschen vor Ort bewegen. Die Tatkrafttour liegt mir und uns am Herzen. Bei den Terminen kommen wir ganz nah ran an die Menschen, dort, wo sie leben, wo sie arbeiten. Und nur wenn man da ist, wenn man ganz nah dran ist, dann kann man gut Politik machen. Politik muss man erden. Und deshalb Tatkraft. Unterstützung auf ihrer Tatkrafttour bekommt Hannelore Kraft durch eine Vielzahl von Landtagskandidaten der NRW-SPD, die ebenfalls einen Tag in den unterschiedlichsten Betrieben mitarbeiten und sich so ein Bild der aktuellen Situation vor Ort verschaffen. Und da gehörte alles dazu, von morgens aufwecken, fertig machen, waschen, an den Tisch bringen, gemeinsam Mittagessen, gemeinsam spielen. Also so der komplette Tagesablauf bis knapp 3:30, glaube ich, war ich da, von morgens 7. Ich finde es sehr gut, dass Frau Hannelore Kraft heute hier in der Berger Kirche ist, um mitzuerleben, wie Menschen zur Lebensmittelausgabe kommen, welche Lebensbedingungen sie haben und wie sie hier behandelt werden von vielen Ehrenamtlichen, die sich hier engagieren. Ich habe mal eine Frage an dich. Welche Auswirkungen hat eigentlich deine Tatkrafttour auf deine Politik? Wir wollen Politik für die Menschen machen und nicht an den Menschen vorbei, wie das Schwarz-Gelb hier in Nordrhein-Westfalen tut. Deshalb gehen wir hin und reden mit den Bürgerinnen und Bürgern und nehmen ihre Sorgen und Nöte mit und verbessern dadurch unsere Politik. Das ist unser Ziel. Tatkraft. Und ich finde es ganz toll, dass Politiker plötzlich an den Arbeitsplatz von Menschen gehen, um mal mit
zu erleben, wie sie dort arbeiten und mit ihnen Gespräche zu führen. Das finde ich also eine ganz tolle Idee. Gerade das ist der Weg, den Politik gehen muss, denn nur durch Zusammenarbeit mit den Bürgern kann man Konzepte entwickeln, um die Gesellschaft zu verbessern. Und diese klaren Konzepte sehe ich zurzeit nur bei der SPD. Auch wenn ich Ministerpräsidentin bin am 9. Mai, werde ich einen Tag im Monat Tatkrafttour machen, weil mir das wichtig ist.